in den Kampf! So, das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Palisade niederbrennen. Angriff! Schon unterwegs. Alles klar. Und sollte jetzt hier eindringen können? Sofort. So, dann besiegen wir jetzt erst einmal die Truppen. Ei, vorwärts! Kämpft weiter! Es mangelt an Munition! Ich habe Fackeln für euch. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Es gibt kein Zurück. Schon unterwegs. Okay, Marcus. Wie ihr wünscht. Ist schon ziemlich angeschlagen. Wie ihr wünscht. Ziehen wir Marcus mal zurück. Sofort. Jetzt machen die gegnerischen Bogenschützen natürlich Jagd auf Marcus. Jawohl. Ei! Seid auf der Hut! Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Zum Angriff! Nicht aufgeben! Verstanden! Ja, und so weil jetzt ist halt das Problem, jetzt müssen wir warten, bis Marcus wieder da ist, weil nur Ritter könnten mit solchen Sachen interagieren. Wie ihr wünscht. Kämpft weiter. So, stecken wir mal ihr Lagerhaus separat als Rache, dafür, dass sie Marcus. Schon unterwegs. Alles klar. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Oh, und unser Steinmetz. Hat keine Steine mehr. Das heißt, ihr könnt dann abziehen, Jungs. Tut mir leid, aber so ist das Schicksal. Ei! Auf euren Befehl! Wie ihr wünscht. So, ich kann jetzt ihr Tor einnehmen. Sofort! Das heißt, Marcus muss nicht mehr... Wie ihr wünscht. Sofort! Sofort! Über den Fluss. Auf euren Befehl! Aber ja, theoretisch könnten wir das Lagerhaus abfackeln. Und damit die Siedlung hier zerstören. Aber wie gesagt, unsere Mission ist es ja nicht zu zerstören, sondern Frieden zu schließen. Also sind wir jetzt mal nicht so brutal. Wir könnten den Stein hier oben noch nutzen, aber... Und so, die Mission ist gleich beendet. Und ja, das meinte ich mit. Uns wird es nie an Gold mangeln. So, jetzt müssen wir noch warten, bis das hier runtergetickt ist. Ich erbitte euren Schutz, bis ich eure Burg erreicht habe. Crimson Sabbat ist mir auf den Fersen. Beschützt dies! Jawohl. Wie ihr wünscht. Ei! Sofort. Ei!
Sofort. Ja, und die können wir nicht so abziehen. Auf euren Befehl. Verstanden. Auf euren Befehl. Oh, die haben hier ihre Palisade neu aufgebaut. Stürmt die Mauern! Dann, tja, müsst ihr euch opfern hier halt. Und ja, sobald er hinter der Mauer ist, sollte er in Sicherheit sein. Also jetzt. Das ist übrigens jetzt unser fünfter Ritter. Und einer meiner Lieblingsritter, wie ich zugeben muss. Also gerade er und die Laie sind so meine Lieblingsritter in dem Spiel. Die ich also am häufigsten verwenden werde. Und in den Missionen, wo es ziemlich militärisch zugeht, hat Marcus. Die anderen werde ich eher weniger benutzen. So, wir sind fast bei meiner Burg. Ihr mögt den Südländer befreit haben. Doch das wird euch nicht viel nützen. Wir sehen uns wieder. Ihr seid verlässlich und vertrauenswürdig. Euch und eure Männer werden wir jederzeit willkommen heißen. Ah, vielen Dank. Ich kam in dieses Land, um Verbündete gegen den Roten Prinzen zu finden. Doch Crimson Sabbath lauerte mir auf und nahm mich gefangen. Sie ist es auch, die die Wikinger von Nahlind gegen euren Herrscher aufhetzt. Nur vereint können wir die Bedrohung durch den Roten Prinzen standhalten. Lasst mich eurem Bündnis beitreten. Gemeinsam werden wir unsere Länder zu schützen wissen. Ja, so Beziehungen mit dem Süden und dem Norden werden nicht schlecht für unsere Heimat. Und wir kriegen ein neues Video für die Story und lernen jetzt den Roten Prinzen mal kennen. Crimson Sabbath, bringt ihr Neuigkeiten? Ihr habt einen Gegner, mein Prinz. Der Rote Prinz hat keine Gegner, nur Emporkömmlinge und Herausforderer meiner Macht. Ein Herausforderer also. Ein König aus dem Westen. Ein erfolgreicher König. Und was bietet dieser König, das ich nicht bereits besitze? Sicherheit? Einfluss? Gold? Der Emporkömmling ist sehr beliebt bei den Siedlern. Die Siedler bedeuten gar nichts. Gerade ihr solltet das wissen. Kümmert euch um ihn, so wie ihr euch um die anderen gekümmert habt. Wie ihr wünscht, mein Prinz. So, ich habe also einen Gegner. Für den Augenblick. Ja, unser Hauptfeind. Das heißt, wir sind der gute König, er ist der böse König. Obwohl er eigentlich der Rote Prinz ist. Und ja, es wurden mal explizit die Siedler erwähnt, bei denen wir beliebt sind, er nicht. Weil er nichts auf die Siedler gibt. Was ihm zum Verhängnis werden könnte. So, Drengir ist die nächste Mission. Da werden wir auch wahrscheinlich Hakim gleich einsetzen. Oh, das Laden ging schnell. Missionsbeschreibung. Euer Majestät, lasst mich, Hakim Abd al-Sar, euch zu Diensten sein. Ich habe die Küsten Drengir Reachs in den Nordlanden bereist, immer auf der Suche nach Alliierten gegen den Roten Prinzen. Große Gefahren warten dort auf euch, Majestät, aber auch große Chancen.
An dieser Küste hier befindet sich eine große Siedlung. Dies ist der Stützpunkt, von dem aus die Wikinger ihre Raubzüge durchführen. Es scheint, dass Crimson Sabbat diese Lager errichtet hat. Sie unterstützt die Wikingerangriffe gegen euch. Doch nicht alle Narlindir sind unsere Feinde. Der Skalde Thordal hat sein Lager in dieser Gegend hier aufgeschlagen. Vielleicht hilft er uns. Wir sollten unseren eigenen Stützpunkt errichten und untersuchen, auf welche Weise wir die Wikingerangriffe stoppen können. Wir müssen den Roten Prinzen angreifen, ehe es zu spät ist. Ja, das ist Hakimus, oder euer Ritter? Meine Kenntnisse der Architektur reduzieren die Kosten für den Ausbau von Gebäuden. Ich kann feindliche Soldaten überzeugen, die Seiten zu wechseln und für meine Sache zu kämpfen. Ja, das sind zwei recht coole Fähigkeiten eigentlich. Gerade, dass ich Gebäude billiger ausbauen kann. Also ein oder zwei Holzeinheiten weniger. Und dass er gegnerische Einheiten auf unsere Seite ziehen kann, ist auch sehr praktisch. Deswegen werde ich ihn wahrscheinlich auswählen. Aber gucken wir mal, was unsere anderen vier als Argument bringen, sie zu schicken. Diese Barbaren verstehen einzig und allein Gewalt und Heimtücke. Ich kann ihnen beides geben. Und genau das wollen wir nicht. Danke. Schon als Kind habe ich gegen diese Narlindir gekämpft. Lasst mich die Heere anführen. Auch immer noch zu gewalttätig. Der Rote Prinz ist eine Bedrohung für uns alle. Lasst mich als Botschafterin nach Norden ziehen. Oder in die Kirche stopfen. Ich hatte schon mit den Narlindir zu tun. Schicken wir ihnen ein Gesicht, das sie kennen. Nicht unbedingt. Ich vertraue auf eure Weisheit. Ich genauso. Ja, Crimson Sabbat wickelt die Wikinger auf, uns anzugreifen. Doch nicht alle Narlindir sind unsere Feinde. Vielleicht kann der Barde Thordal uns helfen. Wir müssen den Skalden Thordal finden, um zu erfahren, was er über die Wikingerangriffe weiß. Ja. Uns hält man nicht ungestraft zum Narren. Zerstört Crimson Sabbats Außenposten in Arumstrand. Oh, ist das jetzt ein Bug oder kann ich mich nicht mehr dran erinnern? Entdeckt Thordal. Ja, wir wissen, dass Thordal hier direkt auf der anderen Seite ist. Aber erstmal brauchen wir Holzfäller und hier unten einen Jäger. Und wie immer Fische. Und hier wäre noch genug Holz für einen dritten Holzfäller. So, gucken wir uns erstmal schon unterwegs das Nachbargebiet an, weil wir wissen, hier sind Leute. Also hier ist ein Dorf eingezeichnet gewesen, das wir jetzt gerade so nicht erreichen können. Doch hier oben können wir gerade so nichts erreichen, außer Thordal. Ah ja, und der zweite Fischer hier bitte. Und da brauchen wir der Räucherei. Und Holzfällerhütte. Meine Kenntnisse der Architektur reduzieren die Kosten für den Ausbau von Gebäuden. Ja, das ist praktisch, weil jetzt kostet der einfache Ausbau von unseren Hütten nur 2 statt 3 Holz. Und ja, eigentlich sollten wir wirklich das Territorium hier auch gleich einnehmen. Damit wir an unsere Steine kommen, die wir brauchen. Und dann noch mehr Wild und unsere Schafe. Ah, praktisch. Und ja, hier hätten wir genug Freiraum. Für eine Weizenfarm. Die wir dann auch gleich errichten sollten. So, hier hinten an der Kirche vorbei, ein Weg.
So, wir sparen jetzt halt zwei Holz pro Gebäude. Was schon recht praktisch ist. Sofort. Alles klar. Oh, ein Bär. Bären sind auch aggressiv. Das könnte jetzt also auch ein Problem sein, dem wir uns dann befassen müssten. So, was hat uns die Region noch zu bieten? Noch mehr Fisch und noch mehr Tiere.